Wartet mal ab, wenn meine Etappe kommt. Gibt es überhaupt eine Etappe bei mir? Es gibt gar keine Etappe bei mir. Ich frage mich, wie ich hier Dritter werden soll. Also das ist ja hier nicht die Tour de France, das ist ja hier der Radsportmanager. Und der Radsportmanager, da steuerst du nicht selbst. Ich kann links und rechts steuern, das haben sie erst vor 2 oder 3 Jahren eingeführt. Vorher ging das ja gar nicht. Ich habe da meine Knöpfchen, wo ich sagen kann, was er für einen Einsatz gehen soll und das war's im Prinzip. Also der Fahrer, den ich steuere, ist der hier. Und da sage ich jetzt Einsatzbiken, mehr Energie. Und durchs Feld wie ein Aal und dann schlängelt er sich hier durch und fährt nach vorne. Und dann sage ich hier vorne Position halten. Und jetzt gehen die ersten Angriffe und jetzt nehme ich raus, damit er nicht versucht, denen hinterher zu gehen und seine ganze Energie verplempert. Und dann sage ich, lass die Zeit laufen. Und ich könnte jetzt so Dinge machen wie den Fahrern hier sagen, hör mal zu, beschütz den oder geh mal nach vorne und führ. Aber ich habe ganz schlechte Erfahrungen gemacht, damit mein Team zu führen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber die machen nicht das, was ich von denen erwarte. Es sei denn, der Computer macht über das Zahnrädchen die Entscheidung selbst, dann tun sie es. Was? Erster Selbstmord bei Pro Cycling Manager? Schuldig? Dauermobbing mittels Demotivation, Skandal? Wie meinst du das? Aufgrund der ganzen Teammeldungen, die da rausgeben und so? Ja, das ist brutal. Also ich meine, guck dir meine Werte an. Ich bin Bergfahrer, ich bin Hügelfahrer, ich bin Zeitfahrer, kann ein bisschen Beschleunigung und ich habe Zähigkeit und Regeneration. So. Mein Ziel ist es, in dieser Rundfahrt Dritter der Gesamtwertung zu werden. Also ich meine, das sind Sprintankünfte. Ich bin kein Sprinter. Wie soll ich Dritter der Gesamtwertung werden? Es werden immer alle Sprinter vor mir sein. Kann ich machen, was ich will. Also diese Rundfahrt ist theoretisch nur da, um so runter zu rollen. Und das war's. Ich meine, ich habe 18 Sekunden Rückstand und bin 22. Will ich in eine Ausreisergruppe, um mir hier Zeitbonifikationen zu holen, um dabei aufzusteigen, lassen sie mich nicht fahren. Was ich bräuchte, wäre ein richtiger Berg, wo ich die auf Distanz bringen kann. Die gibt's hier aber nicht. Also es sei denn diese komische Hügel-Kopfsteinpflaster-Etappe, aber ich bin auch kein Kopfsteinpflasterfahrer. Also von daher, es wird schwer, hier Dritter zu werden. Nee, selbst das spielt nicht wirklich eine Rolle. Es ist brutal, aber dieses Spiel ist wie soll ich das erklären? Hast du mein Review auf YouTube gesehen von dem Spiel? Oder schon mal reingeguckt in vorherige Versionen von dem Spiel? Oder kennst du das Game? Oder was führt dich her? Oder
Ich stelle einfach nur die blöde Frage, weil ich halt nicht mit dem Namen Null anfangen kann. Ich habe dich, glaube ich, noch nie gelesen, oder? Ich weiß es nicht genau. Das Spiel kennst du nicht, okay? Also, wie erkläre ich das jetzt am besten? Also eigentlich ist das hier ein Teammanager. Und das hier, was ich spiele, ist mehr oder weniger das Abfallprodukt vom Teammanager. Wo du dann deinen eigenen Fahrer managen kannst. Die haben so ein bisschen, die hatten so die Intention, sich bei FIFA ein paar Sachen abzugucken. Die haben zum Beispiel auch mal Trading Cards eingeführt, die man kaufen konnte. Und dann konntest du in einem Ultimate Radsport Management Team diese Trading Karten einsetzen, um dort eigene Radsport Teams aufzubauen, wo du online gegen andere fahren konntest. Und der Teammodus ist in der Tat, muss ich sagen, wahrscheinlich das, was auch das Bessere ist von den ganzen Modis, die das Spiel hier hat. Nur hat er halt ein Problem. Du musst ein ganzes Team managen. Und nicht nur das, sondern du musst auch jeden Fahrer, die Fahrerziele festlegen, dafür sorgen, dass die zum richtigen Zeitpunkt die Formhöhepunkte haben. Also ich habe mal hier auf dem Twitch-Kanal reingeguckt und war dann, ich glaube, 2,5 oder 3 Stunden mit Teamzielen beschäftigt und wir sind kein einziges Rennen gefahren in den 3 Stunden. Und das macht sich nicht so ganz gut für YouTube. Und ich produziere ja meine Sachen hier auch für YouTube. Deshalb fahre ich die Pro-Cycling-Karriere, weil du schneller zum Fahren kommst, weil du dich nur um einen Fahrer kümmern musst. Nur, ich glaube, dass dieser Modus wirklich einfach nur ein Abfallprodukt ist. So, nach dem Motto, FIFA hat Be a Pro, wir machen Be a Cyclist. Und genauso viel Liebe kriegt das Feature. Wenig. weiß ich, weil ich die auch alle spiele. Nur halt viele davon auch privat. Also Masters of Orion, City Skylines und Civ habe ich. Also Civ 4 war ein Spiel, das habe ich privat so dermaßen gesuchtet. Mit allen DLCs. Ich habe ja mal Civilization auf YouTube versucht, aber ich bin halt ein Wirtschaftssimulation-Management-Kanal. Oh, ist schon der Sprint. Wir sind schon im Ziel. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, was soll ich hier auch aufpassen? Es ist eine Flachetappe. Ich komme normalerweise... Oh, die Ausreißer sind durchgekommen. Das ist spannend. Ja, ich komme normalerweise im Hauptfeld ins Ziel und dann ist der Käse eh gegessen und der Drops eh gelutscht. Aber jetzt ist interessant, das Hauptfeld war zu weit hinten, die Ausreise sind durchgekommen. Wir haben irgendwie neue Zeiten. Wenn ich jetzt so viel Rückstand habe, lassen wir vielleicht auch mal fahren. Ja, Writing Bull kann das, glaube ich, ganz gut. Oh, das könnte was für uns werden. Wenn wir hier attackieren, auf den letzten Kilometern und dann runter ins Ziel. Aber ob wir da 2 Minuten gut machen? Das wird spannend. Also das da hinten könnte interessant werden. Wenn wir da ein bisschen Tempo machen oder versuchen vorne dran zu bleiben, bei denen die Tempo machen.
gucken, ob sie mich in eine Ausreisergruppe reinlassen. Ja, es gibt noch TS-User. Sogar ganz schön viele. Was ich auch nicht unbedingt verstehe, aber manche mögen es lieber. Achso, ich habe nicht geguckt, was mein Teamziel. Immer noch unter die ersten drei der Gesamtwertung. Was haben die geraucht? So, wie ein Aal durchs Feld. Da vorne gehen sie schon. Mann, ich verpasse wieder alles. Ja, macht doch weiter. Warum hört ihr denn jetzt auf? So, wir haben alle eingeholt. Wir beteiligen uns mit 85 an der Führungsarbeit. Aber die haben schon gar keine Lust mehr. Die wollen wieder ins Hauptfeld zurück. Warum auch immer. Was macht der denn? Wieso drängen die mich denn da so ab? Was ist hier los? Ja, und es passiert genau das, was ich gesagt habe. Ja, also obwohl wir 2 Minuten Rückstand haben, sagt das Hauptfeld, ey Kumpel, wir lassen dich nicht weg. Die geben da hinten gerade alles, um uns irgendwie davon abzuhalten, vorne wegzufahren. Das ergibt null Sinn, dass sie uns nicht fahren lassen. So, haben sie jetzt hinten aufgegeben? Immer noch nicht. Wir kämpfen uns mühevoll mit viel Einsatz mit der Ausreisergruppe weg vom Feld. Wen haben wir denn hier bei uns? 13 Minuten Rückstand, 8 Minuten Rückstand, 2 Minuten, 13, 2 Minuten, 7. Also hier sind einige drin, denen es geht wie mir, glaube ich. Und die anderen arbeiten gegen uns. Die wollen uns nicht fahren lassen. Sprinten die da jetzt zum Bergpunkt, ja? Ist das jetzt denen ihr großes Ziel? So, ich muss mal ein bisschen Leistung rausnehmen. Also, es ist jetzt ein bisschen too much. 75 können wir mal mitführen, aber mit 90 mache ich das nicht. Und das Hauptfeld hinten, das gibt Tempo. Die kommen schon wieder näher. Ich hätte gern ein paar Sprintwertungen unterwegs. Und er wird mit Ausreisern gern da hinten ankommen. Es ist halt alles immer so schwankend hier. Du kannst dich auf nichts einstellen. Du gibst 80, die geben 75, dann geben sie 90, dann geben sie 30. Man einfach kein Tempo durch. Ja, super. Und sie sprinten auf alles. Das verstehe ich bei dem Spiel auch nicht. Das gibt es in Realität auch nicht. In Realität sind sich die Ausreiser einig. Die gehen auf Sprintwertung, die gehen auf Bergwertung. Hier sprinten die immer um alles. Die wollen die Bergpunkte, die wollen die Sprintpunkte, die wollen alle Punkte. So, wir machen mal ein bisschen langsamer, weil es kommt gleich ja nochmal ein Sprint.
Diesmal packen wir uns da in eine bessere Position und werden eingeklemmt. Und ich bin einfach kein Sprinter, ich komme nicht vor. Ich kann machen, was ich will. Deshalb mache ich auch nichts mehr. Ich meine, für was noch? Für was noch? Warum soll ich hier noch Arbeit leisten? Wenn ihr mir nicht mal eine Sprintwertung gönnt, dann brauche ich auch nicht mehr mit euch mitfahren. Das ist der einzige Grund, warum ich hier vorne dabei bin. Und da hat uns Hauptfeld eingeholt. Und es formieren sich neue Ausreißergruppen. Und ich bin ja wirklich mal gespannt, wie weit sie die Ausreißergruppen jetzt fahren lassen, die jetzt entstehen. Ob sie die genauso niederkämpfen wie gerade meine. Oh, guck mal, die haben schon 1,50, die haben schon 2 Minuten Vorsprung von gerade eben. Scheinbar will man die gar nicht einfangen. Das ist... Oh Gott. Ja, jetzt sag doch mal ganz im Ernst, ey. Kaum bin ich in der Gruppe, wird die Gruppe gejagt bis zum geht nicht mehr. Bis ich auf dem Zahnfleisch gehe und sage, ich mache nicht mehr mit, dann werden wir eingeholt, weil keiner mehr Arbeit verrichtet. Und kaum bin ich nicht in der Gruppe, 4 Minuten weg. Und das soll jetzt von mir nicht wahrgenommen werden, als die fahren alle gegen mich. Funktioniert ja auch nicht. Wie soll ich das machen? Die machen ja nicht, was ich zu denen sage. Ich habe ja versucht, Sprintzüge aufzubauen oder sonstige Dinge zu machen. Ich kenne ja denen ihre Werte teilweise nicht mal. Das ist ja das Problem. Wenn ich die gescheit steuern könnte, dass man sagen könnte, okay, komm mal her. Du, mach mal Führungsarbeit, aber weiß ich, ob der überhaupt gut genug ist für Führungsarbeit. Ich kenne ja keinen einzigen seiner Werte. Das ist mein Teamkollege, aber der sagt mir nicht, wie gut er ist. Ich habe auch mit dem scheinbar noch nie trainiert. Ich weiß nicht, wo seine Stärken liegen. Bei dem weiß ich's. Zu dem kann ich dann sagen, hier, mach mal Führungsarbeit, geh mal richtig ranklotzen da vorne. Dann kann es aber passieren, dass der Teamchef auf die Idee kommt und sagt, wollen wir nicht, die nehmen wir wieder raus. Also ich muss wirklich alles per Hand steuern und muss sagen, hier fahr vor. Und wenn ich dem jetzt sage, hier fahr vor mit 90. So, jetzt gucken wir mal, was der macht, wenn ich sage, fahr mal vor mit 90. Also er fährt jetzt mal vor. Und mal ein kleiner Erfolg. Wenn ich dann sage, hier für endlos, dann geht er halt auch in die Knie wie nix. Bräuchte ich jetzt noch so einen zweiten, der die gleichen Werte hat. Das Problem ist, find die mal. Ich kenne keinen dieser Fahrer.
Ja, ich bin ja Kapitän, aber ich bin Etappenfahrer auf einer Sprinttour und die wollen, dass ich Dritter werde. Und jetzt fahren sie ihn kaputt, den Amkerl. Und wo ist er? Da vorne. Ja, es wäre schön, wenn sie mich bis zum letzten Berg nochmal mit Wasser versorgen, sonst haue ich gar nichts mehr raus, sondern bleib wieder liegen, wie beim letzten Mal. Namen Code Blue. Es ist gar keiner mehr da, der mich mit Wasser versorgt, sehe ich gerade. Und man kann auch kein Wasser mehr holen. Also mit anderen Worten, sie haben es mal wieder perfekt hingekriegt, dass ich im letzten Anstieg jetzt einfach nur hoffen muss, dass ich überlebe, weil ich habe mal wieder kein Wasser. Es läuft weiterhin bescheiden. Ich habe die Saison geistig abgeschlossen. So, und Sprinter bin ich auch nicht, ich stehe da immer auf dem Fleck. Sicher könnte ich Dinge besser machen, aber für was? Es sind alles Flachetappen. Ich bin Bergfahrer, ich bin kein Sprinter. Wenn ich Sprinter wäre, würde ich sagen, ja,